Was gone, then everybody mourned. I'ma pick it up where it left off and respawn. It's like being reborn. Eat the cracker, drink wine. Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und wie ihr jetzt euch wahrscheinlich schon längst gefreut habt, bin ich wieder da. Nach, ich glaube, über einer Woche Pause, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tage es waren, bin ich wieder zurück und es gibt wieder die besten Videos der Welt. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es gibt wieder Videos von mir. Und wir fangen mal mit diesem heute hier an. Das ist ein Nuklear auf Raid. Wir spielen ein wenig, ich glaube, Stellung. Ich glaube, es ist kein Multiteam. Ich fange hier mit der Remington an. Mach damit so 15, 20 Kills oder so. Und dann kommt die AN-94 noch zum Schluss. Es ist meiner Meinung nach ein gutes Gameplay. Fängt vor allem hier am Anfang geht's ultra ab. Da wollen die Leute unbedingt in diesen Raum reinkommen. Aber ich sag, nö, nö, nö. Und hau denen ein bisschen Schrot in die Fresse. So wie dem Kerl. Und den, jetzt kommt gleich ein cooler Triple Feed, glaube ich, oder so ein Quad Feed. Ich glaube, ein Triple Feed jetzt hier so. Bäm und Bäm und du auch noch rein. Ah, das war, also, ich muss sagen, Black Ops 2, ich habe in letzter Zeit so viel Spaß damit. Auch wenn jetzt leider die Zeit kommt, wo es langsam langweilig wird. Also, noch habe ich Spaß damit, noch spiele ich wirklich gern. Aber ich merke schon. Es geht langsam bergab. Also ich meine, hier so ein Nuklearkriegen ist ultra geil, aber ich weiß nicht, es fehlt halt einfach die Abwechslung, es braucht ein bisschen was Neues. Ja, und das neue COD steht jetzt auch schon in Startlöchern, also Call of Duty Ghosts. Finde ich auch blöd, warum sie es nicht einfach Call of Duty Ghosts nennen, sondern so damit hier alle schönen Europäer einen schönen Sprachfehler einbauen können, ihr Ghosts. Aber das steht jetzt schon in den Startlöchern und das ist jetzt wurde ja schon heiß diskutiert von allen Seiten. Also bisher ist, glaube ich, nur der Teaser raus. Ich glaube sonst noch nichts. Falls ich da irgendwas verpasst habe jetzt in der Woche, könnt ihr mich mal aufklären. Und naja, das ist halt einfach Infinity Ward und Activision, wie sie es halt drauf haben, machen eigentlich überhaupt nichts und trotzdem gehen alle voll ab. Also ich meine, es gibt jetzt natürlich schon wieder die zwei Lager. Hurensöhne machen eh nur wieder nur dasselbe Spiel, ist eh wieder scheiße und dann gibt's die wow, Call of Duty Ghost, yeah, ich will es haben, wuhu. Also, aber das ist ja jedes Jahr wieder dasselbe, ich mach mir da keinen großen Kopf drum, ich weiß nicht, also ich werde es wieder sagen, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufe, am Ende kaufe ich es mir natürlich wieder sowieso, auch wenn ich sagen muss, diesmal bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, dass ich es mir sowieso wieder am Ende kaufe, denn die ich habe ja die ganzen DLCs dieses Jahr zum Beispiel schon mal nicht mehr gekauft. Das habe ich die letzten Jahre schon getan. Und so weit habe ich mich da schon mal eingeschränkt, dass ich mir die DLCs einfach nicht mehr hole, weil ich die, nicht für Schwachsinn halte, aber unnötig. Also den Preis will ich nicht dafür zahlen. Ich meine, wer das macht, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber ich habe das für mich für unnötig gehalten. Und deswegen könnte es sogar sein, dass ich das beim nächsten COD einfach auch sage. Ich brauche das nicht, ich will das nicht haben und verbringe meine Zeit damit anderen Sachen und so. Wer weiß ja schon, vielleicht mal auch eine Menge andere Spiele. Ich habe sowieso überlegt, ob ich ein bisschen andere Videos machen soll. Ich weiß es nicht, da könnte ich euch eigentlich gleich mal mit einbinden wieder. Wollt ihr immer noch weiter so viel COD sehen oder wollt ihr ein bisschen mehr Abwechslung wieder haben? Weil ich spiele auch super gern NBA und NFL und, also Madden NFL habe ich ja leider eh irgendwie abgebrochen. Obwohl dann noch der Super Bowl aussteht, weil ich habe den erreicht. Für alle, die die Serie vermissen, den könnt ihr eigentlich nochmal machen. Also falls ihr das noch sehen wollt, einmal einen Kommentar schreiben. Und auch sonst, falls ihr irgendwas anderes sehen wollt, falls ihr mal ein Let's Play sehen wollt, da habe ich ja mit Mirror's Edge mal angefangen. Das wurde mir dann aber irgendwie langweilig. Aber falls ihr das geil fandet, kann ich damit auch wieder anfangen. Also falls ihr irgendwas sehen wollt, ich würde gerne ein bisschen Abwechslung reinbringen. Falls ihr allerdings weiter nur COD, also das heißt nur, doch, es ist ja in letzter Zeit nur COD, sehen wollt, habe ich da auch kein Problem damit. Das macht mir auch Spaß. Also ist überhaupt nicht. Ich finde nur, dass irgendwie YouTube, die deutsche YouTube-Community, ich will nicht Community sagen, es ist also, dass die deutschen YouTuber irgendwie, vielleicht bin ich doch einfach in der falschen Szene unterwegs, aber mir fehlt da irgendwie ein bisschen die Abwechslung. Also, ich meine, die ist jetzt natürlich in den USA, gibt es viel mehr Abwechslung, weil die einfach viel mehr Leute sind. Aber ich finde, es wird mal ein bisschen Zeit, dass da frischer Wind reinkommt. Also jetzt nicht, um COD-Videos zu haten. Ich schaue ja größtenteils auch COD-Videos auf YouTube. Aber ich hätte gerne da ein bisschen Abwechslung. Und wenn ihr das auch wollt, dann werde ich das auch tun. Und dann könnt ihr natürlich auch sagen, was ihr sehen wollt. Also ob ihr dasselbe, was ich mit Madden gemacht habe, in NBA oder FIFA sehen wollt. Oder einfach, dass ich mehr mit Olaf und meinen Boys zusammenspiele und das aufnehme. Also hier mit Klößchen und Co. Kann ich auch mal. Da haben wir auch noch ein paar Spiele, die wir zusammen zocken können.
Oder was weiß ich, hier Let's Plays. Könnt ihr alles einfach mal drin lassen. Dann werde ich das tun. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich von Call of Duty Ghosts irgendwie abgekommen bin, weil da wollte ich eigentlich ein bisschen drüber reden, was ich von dem Spiel erwarte. Und ich meine, ich erwarte ja dasselbe wie alle anderen Leute auch. So, ja, mein Gott, das ist halt COD, ne? Also, was soll man da schon groß dran ändern? Aber eigentlich wollte ich drüber reden, nicht jetzt, was ich von dem Spiel halte, obwohl ich gerade gesagt habe, dass ich darüber reden wollte. Da, eigentlich wollte ich da nicht drüber reden, sondern ich wollte sagen, wie schätzt ihr den Erfolg von dem Spiel ein? Weil so, wenn ich jetzt so die, wie soll man sagen, Reaktionen auf diesen Teaser anschaue, dann irgendwie bin ich überrascht, dass es wenig gehypt wird. Also ich meine, es wird schon so, es gibt natürlich wieder diese zwei Lager, wie ich vorher schon gesagt habe, aber es wird nicht so wirklich, es wird nicht so groß an die Glocke gehängt wie sonst. Also normalerweise wäre jetzt schon längst, ich meine, wir sind jetzt schon im Mai, das ist jetzt nur noch, okay, 5 Monate ist eigentlich eine lange Zeit, aber das ist eigentlich schon so die Zeit, wo jetzt richtig mal hier voll die Gaudi abgehen müsste, wo alle sich nur noch zoffen über das nächste COD. Und deswegen, ich weiß nicht, ist COD wirklich, also ist es wirklich mit Aussterben, finde ich so ein hartes Wort, aber ist die große COD-Ära vorbei? Gibt es da jetzt bald was Neues? Da könnt ihr mir auch noch einen Kommentar schreiben. Und jetzt ist hier gleich das Nuklear, deswegen unterbreche ich das jetzt mal hier und werde vielleicht im nächsten Video noch ein bisschen weiter reden. Hier, das Nuklear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es freut euch, dass ich wieder da bin. Lasst mir noch Kommentare da zur Abwechslung auf meinem Channel und was ihr von Call of Duty Ghosts vielleicht noch haltet. Falls ihr dazu noch irgendwas sehen wollt, kann ich da auch nochmal drüber reden. Deswegen höre ich jetzt hier mal auf. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.